Hi Helmut hier, ich freue mich, dass du dir das Video anschaust, super. Gleich vorweg, bevor wir zu dem Thema kommen, überhaupt etwas, das ich ja die letzte Zeit vielleicht etwas vergessen habe. Und zwar, du kannst hier unter dem Video, also wenn du auf YouTube bist und nicht direkt auf meinem Blog, ist ein Link, der zu meinem Blog geht, da kommst du direkt auf eine Eintragsseite, wo du dich zu meinem Newsletter eintragen kannst. Ich habe mir überlegt, einfach einmal die Woche einen Newsletter rauszuschicken mit den neuen Videos bzw. Blogartikeln, die ich veröffentliche. Dann siehst du eben einfach einmal die Woche, zu welchem Thema ich ein Video gemacht habe oder einen Blog geschrieben habe. Ich denke, vielleicht funktioniert das besser. Ich weiß nicht, wie das so funktioniert mit YouTube, mit den Benachrichtigungen. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht eine coole Sache, dass man so per elektronischer Post in Kontakt bleiben. Ich würde mich freuen, dich im Newsletter begrüßen zu können. Und ansonsten, ja, geht es jetzt mit dem Thema weiter. Warum ich so viele neue oder jetzt in letzter Zeit eben viele neue Videos mache. Da hat es einige Kommentare auch dazu gegeben. Viele habe ich gelöscht, weil die halt einfach nur saudeppert waren. Aber trotzdem, damit einmal vielleicht einige das einmal nachvollziehen können. Ich glaube, da ist ein bisschen ein Aufklärungsbedarf, was ich da alles gelesen habe drunter. Ja, jetzt, der macht nur noch Clickbait und so weiter und so fort. Und ich habe mir echt gedacht, mein Gott, Hauptsache, du bist saublöd und irgendwas drunter kommentieren von Clickbait und so weiter und so fort. Also Leute glauben ja, also ja, vielleicht sollte ich überhaupt das Video nennen, also so falsche Glaubenssätze über YouTube oder so. Weil viele Leute glauben ja, YouTube, jeder, der YouTuber macht, du verdienst da Unmengen an Geld. Ich hoffe, ich vergesse nicht, ich verlinke auch unten noch ein Video von jemandem, der heißt Markus Rühl, das ist ein deutscher Bodybuilder oder ehemaliger Bodybuilder, ich weiß es nicht so genau. Geht jetzt nicht um Werbung für Bodybuilding, aber der hat mal vor einem halben Jahr oder so ein Video dazu gemacht, weil ja eben so viele Hirngespinste rumlaufen, die glauben, dass man mit YouTube die Millionen verdient. Und da erklärt, da sagt er, der hat einen der besten YouTube-Channels im Bereich Fitness oder Bodybuilding im kompletten deutschsprachigen Raum und der macht so, er nach seinen Angaben 700 Euro circa im Monat. Da gibt es auch Reviews, also wenn du das anklickst, da hast bestimmt daneben noch ein paar vorgeschlagene Videos mit Reviews, die sich dazu äußern. Das, was sich als maximales einer dazu äußert, ist, dass jemand sagt, er sollte eigentlich 2000 Euro verdienen. Er macht so, also das kann man nachschauen, auf Social Play circa 1 Million Klicks im Monat und mit 1 Million Klicks sollte er doch eher 2000 Euro machen. Er sagt halt 700. Wie auch immer, ist egal. Klick bei mir auf meinen YouTube-Kanal und dann wirst du feststellen, also Stand heute nach meinem Wissen, mein kompletter Kanal in den letzten 7 Jahren hat insgesamt noch keine 1 Million Aufrufe. Also nur damit das Hirngespinst jetzt einmal weg ist, so von der macht Clickbait und der will nur Geld verdienen. Also das ist so wenig, was man bekommt. Und wenn du meine Videos ansiehst, wie viele Klicks die haben, dann weißt du auch, wie weit ich so von 1 Million monatlicher Klicks entfernt bin. Und deswegen, ich muss darüber lachen einfach, weil da einfach wirklich Hauptsache, man hat Halbwissen und man verbreitet es irgendwie. Also einmal interessant zu wissen, als YouTuber verdient man nicht so viel Geld. Es gibt ein paar Leute, die halt irgendwie, weiß ich nicht, die gehen um 3 Uhr morgens kacken, filmen das und die haben 3 Millionen Followers und deren Videos werden dann geklickt, die machen Geld damit. Aber ansonsten, wenn du so in der Position bist wie ich, dann ist das mehr Hobby. Das macht man, weil man Amateur ist, wirklich, weil man das machen möchte. Also nicht wegen Clickbait. Also und überhaupt, wenn mir jemand schreibt, ich mache Clickbait, dann denke ich mir, Junge, damit das auch, also für die Leute, für meine normalen Zuschauer jetzt und für dich also, ein Clickbait-Titel wäre, wenn ich schreiben würde, also sie haben nicht meine Titel, ein Clickbait wäre, ich würde schreiben, habe ich AIDS in Pattaya bekommen? Das wäre ein Clickbait-Titel. Also wenn ich jetzt ein Video machen würde, wo ich das draufschreiben würde, habe ich mir in Pattaya AIDS geholt oder sonst sowas in der Art, das ist Clickbait und daneben Frage, Rufzeichen und so weiter. Das sind Clickbait-Titel, aber dann musst du dementsprechend ein Video machen für Gehirnamputierte, weil der Titel ja schon für Gehirnamputierte ist und Clickbait ist für Gehirnamputierte, weil es von denen eben viel, viel mehr gibt. Es gibt ja viel, viel mehr dumme Menschen als intelligente Menschen. Das
ist so, das war immer schon so. Deswegen ist ja auch im kompletten Marketing ist ja auf blöde Leute ausgerichtet und nicht auf Intelligente, weil mit den Blöden machst du einfach mehr Geld als mit den Intelligenten. Aber dazu muss sich jeder entscheiden. Mein Weg ist es nicht, man kann auch mit intelligenten Menschen Geld machen. Wobei, ich mache ja kein Geld mit den Videos jetzt. Nur noch einmal dazu, also ich habe keine Clickbaits und ich mache auch keine Clickbaits, weil Clickbait wäre eben so etwas und dann wäre da irgendwie, dann machst du auch ein Thumbnail, das gerade an der Grenze ist, wo du nicht verbannt wirst von YouTube, weil da muss man ja auch aufpassen. Und dann hätte ich irgendwelche Leute, irgendwelche weibliche Gesellschaft immer in den Videos, das sind Clickbait-Videos. Also ich, der alleine vor der Kamera steht, Junge, ich mag keine. Das sind keine Clickbaits. So, okay, nun zum Thema, warum mache ich denn eigentlich so viele neue Videos jetzt überhaupt? Der erste und wichtigste Grund, warum ich Videos mache, ist, weil es mir Spaß macht. Ich möchte schon seit langem mehr Videos machen, seit bestimmt 2 Jahren. Aber ich habe es eben nie geschafft, aufgrund meiner psychischen Zustände. In der Depression habe ich es einfach nicht geschafft, mehrere Videos zu machen. Mein Ziel war eigentlich, eines in der Woche zu machen. Daraus ist eben eigentlich sehr, sehr lange ein Video im Monat gewesen. Und ich möchte natürlich, also der zweite Grund ist, ich möchte besser werden. Alles, was man mehr macht, darin wird man besser. Also wenn du an etwas Spaß hast, dann möchtest du ja ganz normal besser werden. Wenn jemand Spaß am Fußball hat, dann wird er wahrscheinlich auch öfters Fußball spielen wollen, weil er besser werden will. Das ist ganz eine normale, natürliche Reaktion. Also meine Intention ist, ich bin Amateur, ich mache das, weil ich es gerne mache. Klar freue ich mich, weil meine Videos monetarisiert sind. Wenn ich irgendwann mal wieder von YouTube ein Scheckgeschicht bekomme mit $100. Das ist eigentlich so in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, so ein, zweimal im Jahr gewesen. Dann freue ich mich, mir den Arschbund über die $100. Und ja, aber ich mache eben die mehr Videos wirklich, weil es mir Spaß macht und weil ich besser werden möchte damit. Klar verfolge ich damit noch andere Ziele. Ein anderes Ziel ist es, mir Selbstvertrauen aufzubauen. Vielleicht weiß der eine oder andere, also wenn du jetzt nicht zum ersten Mal mein Video schaust, dass ich mich vor einem halben Jahr wirklich gefunden habe mit null Selbstbewusstsein, mit null Selbstwertgefühl und mit null Selbstvertrauen. Und Videos zu produzieren ist einfach auch ein guter Weg, dir Selbstvertrauen aufzubauen. Vor 2-3 Monaten habe ich gemerkt, dass es Menschen gibt, denen meine Videos weiterhelfen. Daher ist dann in mir quasi die Idee gereift, dass ich viel mehr in diese Richtung gehen möchte, viel mehr davon machen möchte. Zuerst wirklich auch mit dem Ziel, eines die Woche zu produzieren. Und das war sehr, sehr schwer damals. Aufgrund meiner Depressionen war es irrsinnig schwer, mich auf ein Video vorzubereiten. Ich habe damals oft wirklich 2, 3 und über 3 Stunden gebraucht, um mich mental auf ein Video vorzubereiten. Aufgrund eben von meinen Depressionen damals. Ich habe mich aber nicht dazu gequält, diese Videos zu machen. Ich habe mich zwar dazu gezwungen, aber nicht gequält, sondern ich hatte einfach das Glück, damals aber als extremes Unglück empfunden, dass es einige Menschen gab, die sich sehr daran gestoßen haben, dass ich glücklich werden wollte in meinem Leben, dass ich irgendwie etwas Positives machen wollte und dass ich aus meinen Depressionen eben heraus will zu einem glücklichen Leben und die da nichts anderes oder nichts Besseres zu tun hatten, als mir ja so quasi eine Art Shitstorm teilweise zu geben und dann in den Kommentaren versucht haben, mich negativ persönlich anzugreifen, mir eben meine Wertlosigkeit, die ich je empfunden habe, noch tiefer einzureden und mich persönlich versucht haben zu verletzen, also nicht persönlich, emotional versucht haben zu verletzen. Daher hat die Vorbereitung für ein Video extrem lange gedauert, weil ich ja im Unterbewusstsein mir dachte, boah, wenn ich ein Video hochlade, dann gibt es wieder einen Shitstorm, dann schreiben wieder die Leute, dass ich so ein Arschloch bin und psychisch kranker und ich weiß nicht was alles. Also daher, ich habe wirklich, das ging dahin, dass ich geweint habe manchmal. Also das war echt, ich wollte ein Video machen. Eine halbe Stunde später saß ich irgendwo mit den Tränen in den Augen und habe mich gefragt, ob ich überhaupt den Mut finden werde, das zu machen.
Ich habe letztens ein Video, das letzte Video war eh über die negativen Kommentare oder überhaupt über Kommentare generell und speziell auch über die negativen Kommentare. Deswegen sage ich, heute ist es ja als Glück zum Empfinden, weil diese Menschen haben mir geholfen, aus diesem Prozess, auf dem Weg meiner Heilung der Depressionen, da haben die ja mit ihren Kommentaren eigentlich den Großteil der Medizin für mich sozusagen geliefert, mit meinen Depressionen, die aus meinem Leben zu verbannen. Und heute geht es eben besser und deswegen habe ich aufgrund meiner Erfahrungen und aus gewissen anderen Gründen mich dazu zu einer persönlichen Challenge entschlossen, eben 3 Videos die Woche zu machen. Einige Kommentare waren ja auch so, dass ich ich kann mich noch erinnern, da habe ich Kommentare oft bekommen, die kann man da sicher noch nachlesen, wo Leute gesagt haben, hey, du musst mindestens 1-2 Videos die Woche machen, ich mag deinen Kanal, ich feiere deinen Kanal, ich mag den gerne. Jetzt habe ich dann irgendwie Kommentare bekommen, eben so mit dem Clickbaiting und der macht nur noch wegen Geld, wo da denkst du, ja klar, die Videos. Und aufgrund von diesen Kommentaren stellst du da ja auch gewisse Fragen, so kann das schiefgehen, was ist, wenn die Leute da den Kanal abbestellen? Also die Frage, kann da das schiefgehen? Kann es sein, dass mir die Leute den Kanal abbestellen? Ja klar, kann das sein. Kann es sein, dass ich vielleicht irgendwie ein halben Jahr zurückblicke und mir denke, ein Video die Woche wäre vielleicht doch besser gewesen? Klar, das kann sein. Aber das nächste ist, ich hätte dann ein Video die Woche gemacht und das ist trotzdem nicht so, hat sich vielleicht trotzdem nicht so entwickelt, wie ich mir das vorstelle. Dann blicke ich trotzdem ein halbes Jahr zurück und denke mal, hätte ich vielleicht doch nur eines im Monat machen sollen oder doch 3 die Woche und so weiter. Bringt alles nichts. Das ist alles Glauben. Ich war viel zu lange in dieser lethargischen, von den Depressionen gelähmten Stimmung, wo ich eben nichts gemacht habe und gehofft habe, dass sich die Welt schon oder mein Leben schon irgendwie aus irgendwelchen Fügungen des Schicksals zum Bessern wenden wird. Von dem bin ich Gott sei Dank weg, aufgrund eben dieser Kampagnen, dieser Leute mit diesen negativen Kommentaren. Noch einmal recht herzlichen Dank an dieser Stelle an euch. Habe ich eben gelernt, mehr und mehr aus mir herauszugehen, eben nicht in dieser Abhängigkeitsstimmung zu sein, sondern einfach das zu machen, weil das ist einfach Leben. Freue ich mich, wenn ich dann draufkomme, dass ich etwas falsch gemacht habe? Ja und nein. Zum einen schmerzt es natürlich, aber auf der anderen Seite ist man. Und ich glaube, wenn du einfach selber bei dir nachfragst in deinem Leben, egal wo du gescheitert bist, wenn du einfach proaktiv warst und etwas versucht hast und es hat nicht geklappt, du bist ja trotzdem stolz auf dich. Das ist ja trotzdem 1000-mal besser als wieder, was ich ja erzählt habe, schon mit dem Fußballzuschauer, der am Spielrand sitzt und reinschreit ins Spiel und laut seinen Aussagen der beste Spieler wäre, aber selbst gar nie aktiv geworden ist. Es ist immer besser zu verlieren, weil da hat man immer noch den Stolz, dass man zumindest angetreten ist. Und das ist einfach ja, der Grund. Also einfach für mich die Regel, 3-mal die Woche ein Video zu machen. Ich mache das gerne, ich finde das irgendwie cool. Und ich habe mich dazu entschlossen, ich quäle mich aber nicht. Also wenn es jetzt kommen würde, also ich glaube nicht, dass irgendwie, dass ich vor irgendeinem Video so wirke, als ob jetzt jemand mit der Kalaschnikow hinter mir stehen würde und ich muss ein Video machen. Das ist auch, weil ich das gerne mache. Mittlerweile habe ich eben diese Anxiety, also diese ganzen depressiven Phasen vor dem Video eben nicht mehr. Also mittlerweile brauchen nicht mehr 3 Stunden Vorbereitung. Klar braucht man trotzdem Vorbereitung für ein Video. Warum brauchst du Vorbereitung? Weil ich möchte ja etwas ausdrücken und davon habe ich genug. Deswegen also 3-mal die Woche kommt das locker hin. Wahrscheinlich würde ich es 5-mal schaffen, aber da denke ich mir, okay, das wäre zu viel, weil man sollte dann auch dabei bleiben, glaube ich, wenn man so irgendwie etwas macht. Nicht, heute mache ich so und dann mache ich so. Und 3-mal die Woche ist wirklich in meinen Augen Herausforderung genug. Und warum es auch Herausforderung ist oder warum das auch Zeit in Anspruch nimmt, ist ja, weil du ja für dich selber einen Gedanken zum Ausdruck bringen möchtest. So wie jetzt dann eben, warum mache ich so viel Video? Da habe ich ja 1000 Gedanken, die muss man ja auch so ein bisschen ordnen ab und zu mal. Also ich muss da mir das auch aufschreiben. Vielleicht zeige ich es hier. Ich habe hier zum Beispiel so ein kleines Skript.
ich schreibe mir das ja auch vorher auf, was sind die Gedanken, weil wenn ich mich nur vor die Kamera hinsetze, dann schaut man in die Linse rein und denkt sich, okay, was sage ich jetzt an? Passiert sowieso eigentlich öfters mal. Aber ich schreibe mir diese Gedanken vorher auf, dass man das irgendwie strukturiert haben will. Man sagt sich eben, ich will da 3-4 Punkte dazu ansprechen. Ich lese das dann ja nicht ab vom Zettel, aber manchmal verlierst du eben den Faden, dann hast du irgendwie zumindest ein Skript, wo du dann wieder draufschauen kannst und dann wieder einen Einstieg hast, was du sagen möchtest. Und das ist ein gutes Ding eigentlich auch für sich selber, dass man lernt, weil dann schaust du danach das Video an, denkst du, oh Gott, ist das grottenübel von dem Gedanken, den ich eigentlich ausdrücken möchte, zu dem, was passiert ist. Aber so ist das Leben, wir lernen. Und deswegen macht mir das auch unter anderem auch nochmal mehr Spaß. Das ist wirklich etwas, um sich auch selber zu finden auf dem Weg für mich zu meiner Heilung im Endeffekt. Sich selber zu erleben, zu wissen, was wollte ich eigentlich sagen und dann hinten nach, okay, das kam raus. Meistens geht es zumindest in die Richtung, ist halt nie ganz deckungsgleich, aber es geht meistens zumindest in die Richtung. Es gab schon auch Videos, wo ich nicht strukturieren konnte, wie zum Beispiel bei dem Video, warum ich tatsächlich nach Thailand ausgewandert bin. Da saß ich, das war ein arges Video, da saß ich wirklich davor. Ich habe mal aufgeschrieben, was könnte man so schreiben. Und zum Schluss habe ich mir gedacht, nix da weg, da habe ich mich nur hingesetzt, ohne irgendwie, dass ich da irgendeinen Zettel bei mir gehabt hätte, wo ich nicht einmal Stichpunkte damals drauf hatte. Weil, keine Ahnung, das war damals irgendwie, da habe ich immer alle Ideen irgendwie wieder verworfen. Also, das ist der Grund, jetzt weißt du den Grund, warum ich 3 Videos mache die Woche. Vielleicht gibst du einen Kommentar dazu, wie du das findest. Ich denke mir halt einfach, wenn nicht jeder Mensch in der Woche 3 Videos von mir schauen möchte, ist ja normal, dann schaut man sie eben nicht. Deswegen auch meine Idee mit dem E-Mail-Verteiler, weil dann schicke ich dir eben einmal die Woche eine E-Mail. Da hast du dann die Themen drin, da kannst du sagen, ah, okay, das Thema gefällt mir, ah, das Thema gefällt mir nicht und kannst dieses Video direkt gezielt anklicken. Mal schauen, wie es wird. Wie gesagt, ich weiß ja eben vorher nicht, man weiß ja immer erst hinten nach. Da gibt es eh so ein geiles Video vom ehemaligen Apple-Gründer, der jetzt mittlerweile tot ist. Der hat so ein Video gemacht, man kann die Punkte immer erst im Nachhinein verbinden. Man hat im Leben, passieren so viele Sachen, aber den Sinn ergibt es dann immer erst, wenn man hinten nachschaut. Also man kann eben nicht in die Zukunft schauen. In diesem Sinne, Servus, alles Gute. Freut mich, dass du dieses Video angesehen hast. Bis zum nächsten Mal.